Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13. Ja, es geht weiter mit der Missionsjagd. Wir sind jetzt hier direkt vor dem Durchgang, den wir im letzten Part freigeschaltet haben für die Ruinenstadt, für die alte Stadt, ich weiß nicht, Haeri irgendwie, wie sie heißt. Da gibt es ein paar Missionen, die wir natürlich noch erfüllen wollen. Aber vorher will ich natürlich noch mal etwas zeigen. Und die Tatsache, dass ich unten so massig viele KP habe, die ich nicht verteilt habe, sagt eigentlich nur eins aus. Alle Charaktere sind im Kristarium auf Maximum. Alle. Es hat ewig gedauert. Ich habe ewig lang gelevelt, habe die ganze Zeit so ein scheiß Adamantamai besiegt. Dank dem Doppler-Ei ging das wenigstens ein bisschen humaner von der Zeit her. Aber heute den ganzen Tag. Ich wollte den ganzen Tag nur noch am Leveln. Ja, aber jetzt kommt das kleine Aber. Leider heißt das noch lange nicht, dass ich jetzt nicht mehr gegen Adamantamai kämpfen muss. Denn ich habe so unglaublich viel Pech gehabt. So viel Pech kann man gar nicht haben, eigentlich. Ich habe... Anfangs lief alles relativ gut, sage ich jetzt mal. Habe ich ein paar Platinbaren bekommen, sage ich jetzt mal. Und konnte ein bisschen Geld eben investieren. Und ja, ungefähr die letzten 20 bis 25 Adamantamais, keine Ahnung, wie viele es waren, habe ich gar nichts mehr bekommen. Ich habe keinen einzigen Platinbaren mehr bekommen. Keinen einzigen. Man muss bedenken, der hat eine Wahrscheinlichkeit von 25%. Und ich habe zwei Sammlerseelen ausgerüstet. Und ich habe keinen einzigen bekommen. Und jetzt kommt erst recht das Traurige. Ich habe mehr Trapezohedrons bekommen als Platinbaren. Ich habe 0 Platinbaren bekommen und einen Trapezohedron. Ich habe noch einen bekommen. Ist das deprimierend oder ist das deprimierend? Klar, ich freue mich über den Trapezohedron. Dann habe ich gleich in die Waffe für Vinyl investiert. Warum in die Waffe für Vinyl? Da komme ich jetzt gleich dazu. Aber es ist trotzdem deprimierend. Ich brauche Geld, Leute. Ich brauche Geld. Ja. Ich habe es in die Waffe von Vinyl investiert. Ist jetzt hier das Nirvana. Aus dem ganz einfachen Grund. Wenn man eine Waffe verbessert, bekommt sie, hier aufs Maximum verbessert, bekommt man ja den sechsten ATB-Balken. Endlich, den letzten. Allerdings verliert die Waffe ihre Nexus-Gruppe. Und genau das ist der Grund, warum ich Vinyl als erstes den Trapezohedron gegeben habe, da ich die Nexus-Gruppe von Lightning und von Zazz ausnutze, da es bei beiden Schocker ist. Da ich bei beiden durch die Nexus-Gruppe Schocker erreiche, wollte ich die erst einmal behalten. Außerdem, bis die Waffen mir wirklich was bringen, die besseren, müsste ich sie erstmal verbessern. Ich müsste sie erstmal ein bisschen, ja, modifizieren. Und dazu fehlt mir gerade das Geld. Und da ist es mir der sechste Balken nicht wert. Bei Vinyl habe ich jetzt gesagt, ja, ist okay. Weil ich kann mit der Nexus-Gruppe eh nichts anfangen. Da nehme ich es auch in Kauf, dass ich ein bisschen weniger Schaden mache. Aber dafür habe ich den sechsten ATB-Balkenabschnitt. Aber bei Lightning und Zazz keine Chance. Bei den beiden erst, wenn ich wirklich investieren kann. So. So viel dazu. Kommen wir noch kurz zum anderen Nirvana. Das ist nämlich schon auf Stufe 97. Und ich habe mir schon nämlich alles zurechtgelegt. Und das können wir jetzt zusammen zerlegen. Das wollte ich dann eben mit euch zusammen machen. So, zuerst einmal. Da ist es. Ich habe schon auf Bonus plus 3 und hier Kompaktfusionsreaktoren. Ich brauche 2 Stück, um es auf Maximum zu bringen. So, und somit wäre das Nirvana perfekt. Das bleibt aber nicht lange. Denn jetzt können wir es gleich zerlegen. Und das machen wir jetzt auch. Wir bekommen 71 Großknochen.
60 Brandungsschuppen, 36 Mondblumensamen, 10 Kummertränen und das Wichtigste, 3 Trapezohedron. Die bekommen wir, wie gesagt, nur bei dieser Waffe und bei ein paar anderen noch. Ansonsten sind es 2, wenn nicht sogar nur einer. Ja, und jetzt haben wir 3 Trapezohedron-Splitter. Die wir nicht brauchen. Noch nicht. Ja, weil, ich will die Waffen von Zazz und Lightning, wie gesagt, noch nicht auf Maximum, verbessern. Einfach weil, ja, ich brauche noch die Nexus-Gruppe. So. Jetzt will ich zuerst mal Großknochen. Brauche ich eigentlich nicht mal. Ich kann eigentlich hier jetzt erstmal. Jetzt machen wir erstmal hier Großknochen. Machen wir dich mal auf 36. So. Die restlichen 2 Kompaktfusionsreaktoren kann ich hier eintauschen. Und schon haben wir da ordentlich mehr Power. Ui, die geben aber... Ui. Ja, nehmen wir mal hier die Mondblumen. Wunderbar. Hm. Ach. Rein damit. Wunderbar. Jetzt hat Vanille wenigstens ein bisschen mehr Power. Okay. Und somit wäre hier alles erledigt. Und dann können wir jetzt endlich mal diese Ruinenstadt betreten. So, die erste Statue. Oh, hier kommt eine Sequenz. Die erste Statue ist gleich... Na, hier oben. Ich glaube, über die Seite komme ich dahin. Okay, doch nicht. Wo ist die Statue? Irgendwo da muss die sein, auch laut Karte. Aber ich dachte, ich habe es irgendwie in Erinnerung, dass ich mich da irgendwie vorbeischmuggeln muss. Oder war das erst weiter hinten? Es kann auch sein, dass es weiter hinten war. Ich habe das alles nicht mehr so ganz in Erinnerung. Ja, wie gesagt, meine Charaktere sind jetzt, was das Kristarium betrifft, auf Maximum. Und jetzt müssen wir sie eigentlich nur noch mit Waffen und Rüstungen verbessern. Aber ja, das dauert eben noch ein bisschen, weil ich dafür viel Geld brauche. Denn die vollends verbesserten Waffen, die bringen viel. Die bringen sogar mehr als die komplette Perfektionalität im Kristarium. Viel mehr. Ein perfektes Kristarium bringt bei Weitem nicht so viel wie eine perfekte Waffe. Aber, tja, was will man machen? Ich habe leider nicht das Geld bekommen, das ich eigentlich haben wollte. So, ach, da ist er doch. Ach, ein Adamantchelsis, ich wollte schon sagen, ein Adamantchelsis ist kein Problem. Aber nein, dich will ich noch nicht annehmen. Auch wenn der nicht weit weg ist, der östliche Höhenrücken. Aber es gibt hier noch eine. Da, ich habe es auf der Karte gesehen. Ich wusste doch, hier gibt es irgendwo nämlich eine Teleportationsstatue. Ah, hier war der Weg, wo ich hochspringen musste. So. Ich bin gerade an der Teleportationsstatue vorbeigelaufen, merke ich gerade. Ah, aber du bist die, andere, die ist, wird nämlich gleich hier in der Trümmerstadt Haeri getriggert. Gegen ein Zenobia. Dann schauen wir mal. Irgendwo da hinten.
Ja, wir haben ja einen viel, viel härteren Gegner vor uns als diesen Zenobia. Wir haben hier einen Tombury. Und das Tombury ist in diesem Spiel etwas gemeiner als in anderen Final Fantasies. Nicht nur, dass es, ja, knappe 57.000 klingt nicht wirklich nach viel, aber ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Genau, das war Küchenmesser. Ich brauche erstmal Hast. Thanks. Denn in dem Kampf zählt vor allem eins: Schnelligkeit. Schnelligkeit ist in dem Kampf das Wichtigste. So. So. Dann geben wir dir jetzt erstmal ein paar Debuffs. Ja, Deval hat er schon mal. Deprotest hat er. Was kannst du eigentlich alles haben? Ui! Du kannst ja alles Mögliche haben. Die Attacke wird übrigens immer stärker, die er da gerade auf mich macht. Die wird im Laufe des Kampfes immer stärker. Deswegen sage ich, das ist ein reiner Kampf gegen die Zeit bei diesem Tombury. Das Vieh fügt mir immer mehr Schaden zu und immer mehr Schaden zu. Und irgendwann, ja, ist sein Angriff ein purer Instant-KO. Und irgendwann flippt das Viech einfach volle Kanne aus. Deswegen müssen wir es jetzt so schnell wie möglich vernichten. Das muss jetzt ganz schnell gehen. Hör auf, mich dauernd anzugreifen. Okay, es ist down. Hui. Bei einem... nicht umsonst ist die Zeitvorgabe 11 Minuten. Weil sonst ist man hier nicht so krass gelevelt wie ich. Aber... glaubt mir, das Viech kann gemein sein. Und wir bekommen Hermesstiefel. Was machen Hermesstiefel? Ja, eigentlich das, was der Name sagt, sage ich jetzt schon beinahe mal. Autohast. Nein, Hast in Notlage sogar nur. Totaler Bullshit also. Braucht keine Sau. Aber um es mal so zu sagen, Autohast braucht in diesem Spiel auch keine Sau. Traurigerweise ist Autohast in diesem Spiel extrem, ja. Ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber... es, in anderen Final Fantasy Teilen ist es definitiv effektiver. So, komme ich hier irgendwie vielleicht hoch? Oh, hier unten durch. Aha. Und da ist ein Item, das will ich haben. Das... wie zum Geier kann das ein Präventivschlag sein? Okay, die habe ich alle schon. So, macht mal kurz die Lava hier kaputt, damit die nämlich uns mal in Ruhe lassen. So. Wunderbar. So, was gibt's denn da Schönes? Ein Hexenreif. Ja, ist okay. Ist okay. So, und was haben wir jetzt hier oben freigeschalten? Auf jeden Fall einen Weg zu einer... du musst da unten sein. Ach du Scheißviech, du. Oh nee, das sind ja gleich drei Gegner. Habe ich euch schon? Nein. Lasst mich doch einfach in Ruhe. So, oh, bei Vinyl hat die Schleife nicht gewirkt, sehe ich gerade. Ja, ist natürlich blöd, aber... ja, Schleife ist auch nur eine 20%ige Wahrscheinlichkeit. Aber trotzdem ist Schleife ziemlich gut. Aber das ist auch das, was ich ziemlich schade finde an diesem Spiel. Auch die Schleife ist in diesem Spiel bei weitem nicht so effektiv, nicht so gut wie in anderen Final Fantasy Teilen. Dazu muss man sowieso sagen, die effektivste Schleife, es gibt in... aus allen Zelda, Zelda sage ich schon,
Aus allen Final Fantasy Spielen gibt es nur ein einziges Spiel, wo ich gezielt auf Schleifen hinarbeite, und das ist Final Fantasy X. In keinem anderen Spiel arbeite ich effektiv auf Schleifen hin. Hier war es jetzt auch nur zufällig, weil ich die an einem eben bekommen habe. So. Ja, hier haben wir nämlich ein Immortoid, das ebenfalls hier in der Trümmerstadt ist. So, da hinten. Dann schnappen wir uns den mal. Und ich renne in die falsche Richtung, weil er nämlich da hinten ist. So, hier müsste ich doch dann... Bist du mein Gegner? Nein, du bist nicht mein Gegner. Du bist nicht mein Gegner, geh weg. Nein, du bist wieder so ein Pia-Vika. Ein ganz tolles Pia-Vika-Lein bist du. Wunderbar. Hier muss es noch irgendwo... Trotzdem muss es hier, glaube ich, noch irgendwo eine Statue geben. Kann doch sein, dass ich mich gerade vertue. So, mal gucken. Gut gemacht, Lightning. Spring genau in den Gegner rein. So ist es richtig. Ich habe dich da nicht reingesteuert. Nein, nein, nein. Das würde ich nicht tun. Das liegt rein an dir. Ich höre ein Item. Ui, da ist er ja. Hallo. Und er wird auch wieder von Lavas begleitet. Warum sind die eigentlich Lavas? Warum nicht irgendwie stärkere Versionen davon? Ich meine, die Lavas gab es in Oerba. Gut, aber jetzt muss ich mal überlegen, ab wann kann ich hierher? Relativ früh eigentlich. Eigentlich kann ich hier relativ früh hin, wenn ich die ganze Mission mache. Okay. Hm. So, bei dir geht es jetzt eigentlich erstmal darum, dass wir dich in Schock bringen. Och, geht das schnell. Das ist so toll. Okay. Wunderbar. Und jetzt können wir den endlich mal ein bisschen bearbeiten und den Schock ein bisschen in die Höhe treiben. So. Wisst ihr, was mir übrigens gerade auffällt? Ich finde das wunderbar. Ich schaue jetzt gerade so auf meine Stoppuhr. 18 Minuten habe ich jetzt. Das ist der... erste Final Fantasy Part seit langem, seit den ganzen Missionsjagden, ist das der erste Final Fantasy Part, an dem ich nicht über 40 Minuten sitze, sondern tatsächlich nur so lange, wie der Part eben geht. Ich finde das toll. Kleine Info so am Rande, Idealteilelement, 3 Stück, wunderbar. An dem letzten Part mit dem Neo-Küsschen, der Part... Jetzt bin ich da runtergesprungen. Egal. Der Part ging ja auch nur 20 Minuten. Aber an diesem Part saß ich zum Spielen alleine 1,5 Stunden. Wegen 20 Minuten Videomaterial. Und das ist mit den anderen auch so gewesen. Teilweise immer so 40 Minuten, wo ich da dran sitze. Das ist gerade richtig, richtig nett, dass man hier jetzt wirklich nur 20 Minuten dran sitzt. An einem Part, der 20 Minuten geht. Das ist gerade total ungewohnt. So, auf jeden Fall müssen wir hier mal hoch. Dich habe ich. Die Teleportationsstatue habe ich freigeschalten. Wo komme ich hier jetzt eigentlich hin? Das ist der vergessene Pfad, okay. Wo komme ich hier nochmal hin? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ist das der Florilegiumsgraben oder wie der heißt?
Das sieht nach ihm aus. Ja, der Florilegiumsgraben. Ich habe ihn tatsächlich gefunden. Wow, ich wusste gar nicht mal, wo der war. Okay, ja. Es ist gut, dass wir jetzt hier sind. Denn, den können wir uns im nächsten Part mal vorknöpfen. Der Florilegiumsgraben hat eine kleine, Besonderheit an sich. Auf jeden Fall sehen wir da hinten den Falsi Titan. Was diese Besonderheit am Florilegiumsgraben ist, das erfahren wir dann im nächsten Part. Also gut, Leute, das war dann Let's Play Final Fantasy 13 für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.